Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch eine schöne Spaghetti Carbonara machen. Geht einfach, schnell und ist richtig lecker. Habt ihr Lust? Seid ihr dabei? Ab geht's! Für die Spaghetti Carbonara brauchen wir natürlich ein Eigelb, Vollkornspaghetti, leider habe ich es nicht geschafft selber welche zu machen, dann brauchen wir Schmand, etwas Öl, gerade aus dem Gewächshaus geklaut, bei uns Petersilie, Salz, Speckwürfel, und groben Pfeffer, den wir uns dann selber schön fein mahlen. Bis gleich! Das Wasser habe ich jetzt gekocht, vorgekocht. Es ist für den Gastherrn einfacher und für mich auch. Ich fülle das jetzt im Topf. Jetzt kommt gleich, wo viele Leute sich drüber aufregen. Denn ich koche ja Wasser, die Nudeln in Salzwasser. Also tue ich auch Salz rein. Genügend. Ihr habt mittlerweile gelernt, ich bin faul, ich habe gewisse Nudeln abgewogen, habe die in so einen Zebra, kann die rausziehen. Ich breche sie mir gerne kaputt. Hardy, wenn das ein Italiener sehen würde. Ja, man muss das nicht gerade einem Italiener zeigen, was ich hier mache. Aber es schmeckt nachher trotzdem wie beim Italiener. Und deswegen oder aus deinem Lieblingsland? Lieblingsland aber doch, ich habe das schon ganz gerne da in Italien, kann ich nicht anders sagen. So, ich muss zwischendurch immer mal rühren, nicht derart, dass sie aneinander kleben. Vielleicht tue ich auch kein Öl mit rein oder so. So, jetzt setze ich den Schinken auf. Den brate ich nämlich an. Jetzt kommt ein bisschen Öl nur in die Pfanne. Dann stellen wir die Pfanne an. Da seht ihr schön die Flamme. Jetzt schütte ich den Speck rein, damit er angebraten wird. Damit er ein bisschen fester wird, damit er ein bisschen kross wird. Verteile ihn ein bisschen. Auch das überall ein bisschen Öl. Ihr seht, er ist sehr fettarm, also kann auch ruhig ein bisschen Öl vertragen. Zwischendurch nicht vergessen, die Nudeln nochmal umzurühren. Und die Platte ein wenig niedriger zu stellen. Sonst muss man hinterher wieder den ganzen Ofen putzen, weil es überkocht. Der Speck ist jetzt soweit angebraten, die Nudeln kochen noch vor sich hin. Ich trenne jetzt einmal das Ei, weil ich ja nur das Eigelb brauche. So, Eigelb habe ich. Dazu kommt jetzt der Schmand. Das fange ich schon mal ein bisschen miteinander zu verrühren. Nach Gefühl, das werdet ihr auch lernen, ein bisschen Salz. Dann mache ich mir noch mal ein bisschen Pfeffer fertig. Und schwuppdiwupp ist der Pfeffer fertig. Da kommt auch was von rein. Auch nach Gefühl. Dann mache ich mir Petersilie fertig. Gucken, wo ich das ein bisschen abreiße. So, was habe ich gesagt? Bewahrt die Stängel auf. Davon, wenn man genügend hat. Man kann sie auch einfrieren und da kann man ein schönes Pesto draus machen. Ist schon mal in einem von meinen Videos gemacht worden. Könnt ihr euch angucken. Dann braucht ihr nur noch Nudeln kochen. Pesto aus der Truhe holen, reinmischen. Essen ist fertig. Das hacke ich jetzt ein bisschen klein. Fummeln wir das ein bisschen zusammen, dann geht es besser für mich. Denkt an eure Finger, unten die Spitze nicht hinhalten, sondern immer nach hinten weggedreht. Etwas. Einfach mal wieder drehen. So habt ihr auch die andere Richtung wieder drin. Und ich glaube, das reicht jetzt auch schon. Man will ja noch ein bisschen von haben. Das kommt da jetzt mit rein. Dann verrühre ich das noch alles jetzt richtig.
damit das alles eine richtig schöne Masse wird. Denn das ist jetzt schon unsere Carbonara. Jetzt gieße ich die Nudeln ab. Dafür haben wir so ein schönes Sieb. Am Herd, habe ich gerade gelernt, machen wir Feuer aus. Unseren Siebdeckel drauf. Und gießen die Nudeln ab. Ich muss jetzt ja zugeben, ich bin wieder mal sehr einfach gestrickt. Ich richte das im Topf an. Wenn ich jetzt Besuch kriegen würde von meiner Nichte zum Beispiel, Lea, oder meiner Schwiegermutter. Ja, nicht zufällig gerade hinter der Kamera stehen. Nicht zufällig gerade. Würde ich das natürlich schön in einem schönen Gefäß anrichten und ordentlich machen. Natürlich. Hier reicht das, wenn wir das gleich auf dem Teller richtig anrichten. Schaut einfach zu, was jetzt kommt. Ich nehme jetzt vom Herd den Speck und packe ihn in die Nudeln. So, das habe ich gemacht. So, vorher habe ich mit der Gabel gearbeitet. Die nehme ich jetzt raus, stelle die hier rein. Und mit dem Löffel fülle ich jetzt meine Masse praktisch in die Nudeln mit rein. Ist ein bisschen umständlich, es klebt ein wenig, aber dafür ist es ja Carbonara. So. Dann rühre ich das Ganze um mit Gabel und Löffel. Schon ist die Spaghetti Carbonara fertig. Jetzt können wir gleich anrichten. Dann wird das auch wieder schön auf dem Teller und nicht nur im Topf. Bis gleich. So, jetzt kommt's. Ich habe versprochen, das für Lea schön auf dem Teller anzurichten. Ob wir das hinkriegen? Aber ich glaube schon. Jetzt ein wenig Deko. Wir haben ja Petersilie da drin. Also machen wir ein bisschen Petersilie auch mit drauf. Und schon habe ich das schönste Essen für Lea gezaubert. Und für mich. Ganz klar, ich esse auch mit. Glaubt ihr ja wohl. Macht einen Daumen hoch, kocht es nach, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Ich wünsche euch was. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Lasst uns anfangen, wir machen hier die Sau raus. Nein, Scheiße. Was sollte ich sagen? Nicht nein, Scheiße, Hadi. Nicht nein, Scheiße, du kannst mich mal. Ich mach das normal. Hadi läuft jetzt schon zum siebten Mal hin und her, immer wieder. Du hast deine Kaffeemühle. Mein Schrittzähler freut sich, genau, glaub mir. Du hast deine Kaffeemühle vergessen. Ja. Bis gleich. Bis gleich.